Hallo. Mädchen. Rocken. Barmbek! Ich mag mehr Punk und Rock. Bei mir ist es eher so Metal und Alternative, aber ich höre halt auch viel Indie, mal Punk, es ist sehr gemischt. Oh, ich würde sagen, von Rock bis Metal ist alles dabei. Es entsteht eigentlich so während der Bandprobe, dass wir sagen, wir brauchen einen neuen Song und dann wird gedanced. Ich schreibe irgendeinen Text, der dann noch halbwegs gut dazu passt und dann entwickelt sich so der Song. Angefangen mit klassischer Gitarre, also so spanische Stücke und so weiter und so fort. Und hab dann aber immer mehr so auf Pop umgeschaltet, weil ich das schöner finde. Ich weiß nicht, was ich tun kann, mir fehlt mehr. Und ich hab's mir zwar verboten, aber wenn ich ehrlich bin, du machst mich krank, ich reg am Boden. Ja, das also, man hört die Sachen eben zum Beispiel von bestimmten Leuten, also Popsängern zum Beispiel oder Sängerinnen wie Lady Gaga, Just Dance, dann hört man sich das an und dann. Weil das ist ja, glaube ich, das Besondere an Frauen, die Beatboxen, dass sie irgendwie nicht nur diese Instrumente nachbilden und die Beats nachbilden, sondern dass es dazu ja auch eine Gesangsstimme gibt, die du als Frau dann hinter die Beat legst. Pop, Lady Gaga, Just Dance. Ich möchte Menschen mit Rap die Augen öffnen, ich lasse meine Gefühle damit raus und einfach Weltthemen, die angesprochen werden sollen und auch müssen und nicht irgendwie so ein Gelaber von wegen, ich habe ein Ghetto und bla bla bla, das interessiert mich alles gar nicht. Ich habe drüber nachgedacht, im falschen Moment gelacht, ausgemacht und trotzdem nicht gemacht. Schweigen ist Gold, im Kopf nicht mehr viel drin, nur wie heute Geld, nur Papier. Deswegen Menschen Verstand verlieren, Eifersucht gleich Angst, Menschen zu verlieren, Richtung Ziel zu gehen, doch trotzdem bleibt man stehen. Schon mal Jerken ist halt so, also Fußarbeit. Und Trumpen ist halt, hier ist eher mit dem Oberkörper. Sie hat mir halt ein paar Moves beigebracht vom Jerken und ich hatte ihr ein paar Moves vom Trump beigebracht. Seit ich Gesangsunterricht habe, mache ich so eigene Songs und so. Und ist eigentlich Gitarre spielen und singen gleichzeitig nicht auch so besonders schwer? Also ich habe eigentlich noch nie alleine Gitarre gespielt, ohne zu singen. Also meine Mutter hat mir erzählt, dass ich abends nicht eingeschlafen bin, ohne irgendwie eine Stunde Lieder vorgesungen zu bekommen oder so. Auf die Idee zu so einem Song? Dass die Einflüsse, die man so gerade hat. Wenn man jetzt fröhlich ist, schreibt man nicht so ein Lied wie die schlechte Seite der Welt. Mädchen rocken Barmbek, seid alle dabei, nächstes Jahr wieder. Mädchen rocken Barmbek, nur die Mädchen können es machen, dass das so gezeigt wird, dass Mädchen auch stark sind, Mädchen Musik machen können. Viel Spaß noch bei Mädchen rocken Barmbek, das war Olga. Tschüss!